So, Freunde der Spielkultur, wir spielen Steel Rising von den Spiders-Entwicklern, die ja Greedfall zuletzt ein sehr erfolgreiches Spiel hatten, was an gute alte Spiele wie Dragon Age erinnert hat. Bei Steel Rising ist ein bisschen anders, da haben sie in die RPG-Umgebung Souls-like-Elemente jetzt eingefügt, die aber nicht ganz so schwer sein sollen wie, ja, man soll es halt nicht sagen, es ist halt genauso schwer wie in Elden Ring oder wie in Dark Souls, wird es nämlich nicht sein. Und wir starten einfach ein neues Spiel. Ich spiele es einfach, weil ich die Spiders-Games bis jetzt alle gespielt habe von dem Entwickler. Und ich fand es immer sehr interessant, weil sie sehr gute, unverbrauchte Settings benutzt haben. Jetzt in dem Fall ist es Französische Revolution. Und eigentlich Spiele machen, die immer ganz gut sind, aber Ecken und Kanten haben. Spiele mit Charakter. Und wir starten jetzt ein neues Spiel und es kann sein, dass ich ein paar Grafikeinstellungen verändern muss, weil es gibt leider keinen Benchmark. Und ich habe jetzt nach Gutdüngen entschieden. Und es gibt keinen Schwierigkeitsgrad-Auswahl. Nur ein neues Spiel oder man kann Spielhilfen anschalten, die jedem ermöglichen sollen, dieses Spiel zu spielen. Die Sprache ist Englisch, aber alles hat Untertitel. Oh, pardon. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? Are we to simply watch as Paris burns from afar? The rabble are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe, vraiment? Where are the Chateau guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. The king? He has lost his mind to grief. First our darling, Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. Sephora, something inside me is crying out, telling me he's still off this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Der ich bin. Entscheiden kann, aus welchem Material ich bin. Wie man sieht, ist es nicht historische Französische Revolution. Ne, ich mach Silber.
Die Automatgesichter machen mir alle Angst. Wähle eine Startklasse. Schwere Waffe, Spezialtechnik Schild, Lehmgranate. Die Leibwache verlässt sie auf ihre Robustheit, dank der sie zu vielen Treffern standhalten kann, während sie selbst Gegner schweren physischen Schaden zufügen kann. Objektiv, was einen Gegner umstoßen kann. Gepanzerter Fächer, leiche Waffe, Spezialtechnik Schild, Brandgranate, hochexplosives Projektil, das seinen Gegner in Brand setzen kann. Der Tänzer ist sehr schwungvoll und kann Angriffe in rascher Folge verketten, um Gegner zu betäuben und ihnen kritische Treffer zuzufügen. Und den Alchemisten. Aber ihr wisst schon, dass ich Tänzerin spielen werde. This machine that is now somehow able to speak and understand what we say to it. C'est terrifiant. Yes, but it is loyal to you. That's all that matters. If it managed to escape the chateau, it could be your eyes and ears in Paris. And if, perchance, the other automats were to go after it? You won't attempt anything foolish. I cannot lose you, Gabrielle. Not now. Aegis? Madame. The king must be stopped. The very kingdom is at stake. Go and find Vaucanson at his workshop, Ni les Invalides. He surely holds the secret to these tireless automats. And perhaps he will know something about the death of my son. How am I to leave the chateau grounds, madame? Go to the riverbank, at the far side of the grounds. From there you can take a boat to Paris. You wanted to find Vaucanson? Vraiment? What if he is the one who is responsible for this unrest? What Vaucanson has done, ma chère. Only Vaucanson can undo. Wo ich letztens noch gepostet habe, ist es falsch, Franzose zu sein. Den Tod des Dorfens untersuchen. Kamera bewegen. Anvisieren, ausweichen, leichter und schwerer Angriff. Ja, man sieht schon mal unten links eine Ausdauerleiste, alles ganz normal. Was die 25 bedeutet, weiß man natürlich noch nicht. Du kannst Verbrauchsgegenstände dem Schnellzugriffsgürtel zuweisen, um sie jederzeit einsetzen zu können. Begib dich zum Inventar und füge sie hinzu. Brandgranate. Diese Marke ermöglicht es Aegis, zur letzten besuchten Vestalin oder Kutsche zurückzukehren. Das sind wahrscheinlich die Feuer. Ach, ich öle mich. Deshalb spiele ich übrigens auch mit dem Controller, weil das ein kampforientiertes Spiel ist. Und ich finde, die Laufanimation ist zu langsam. Das fällt mir sofort auf, dass die Bewegung unnatürlich wirkt. So, die Nutzung von Spezialtechniken kann Alchemiekapseln verbrauchen. Ja, zum Beispiel das Fächerschild.
Das verstehe ich wieder nicht, ey. So eine Animation von dem Hauptcharakter, den die ganze Zeit verfolgen muss. Klar, es ist eine Maschine. Aber das Rennen, dass das so komisch aussieht, verstehe ich schon einfach nicht, ey. Wie können... Wie können die das als richtig ansehen? Ich denke mal, wenn sich das in der Mitte auffüllt, kann ich die betäuben nach einer gewissen Zeit. So, Betäubung. RB oder RT für einen kritischen Treffer. Wenn die Anzeige voll ist, kann der Gegner ist er vorübergehend betäubt und ist anfänglich gegen kritische Angriffe. Ja, manche Kisten sind kaputtbar, manche nicht. Eine Vestalin aktivieren. Durch das Aktivieren einer Vestalin wird ein Speicherpunkt erstellt, an dem Aegis im Fall einer Zerstörung repariert wird. Hier kann Aegis Attribute steigern, indem sie Anima Essence ausgibt, Ausrüstung aufwerten oder Ausrüstung erhalten. Das sind unterschiedliche Ausrichtungen, Modulplätze, meine Waffe. Die Kapazität der Hosen, die ich dabei habe. Sachen, die gekauft werden können, diese Startwaffen, Lebenswillenmodul, Materialien. Was mit den Kugeln habe ich immer noch nicht so 100% nicht verstanden. Hüte. Danke für diesen Hut.
gibt Anschleichmöglichkeiten. Übrigens macht der am Rücken, geht das irgendwann dieses Rote auf, weil ich mich überhitze anscheinend im Kampf. Das ist halt, wenn die Ausdauer ausläuft. Bin aber irritiert, weil irgendwie fühlt es sich unsauber an. Vom Start her. Es lässt sich auch unglaublich schwer erklären, warum ich dieses Gefühl habe. Module stellen eine komplexe Verbindung von elementaren Alchemie und Präzisionsmechaniken dar. Von den Bewegungen sieht es irgendwie nach wenig FPS aus. Wir können natürlich einmal kurz mal so einstellen, wie er dachte, wie ich das am Anfang spielen sollte. Die Einstellung hat er mir am Anfang empfohlen. Wirkt aber immer noch hakelig auf mich. Wobei ich glaube, die Modeldetails wird er ja wohl so hinkriegen. Texturdetails, da stirbt schon die Karte. Fehlt sowas wie perfekter Block auch als Kampfsystem. Um dieses Objekt zu zerstören, brauchst du Werkzeug.
ärgert mich so ein bisschen. Die Animation des Charakters. Effizientes Lüftungsmodul. Dieses Modul verringert den internen Schaden, Frostschaden durch Schnellabkühlung um eine kleine Menge. Module stellen, ja, Langlebigkeit. Erhöht leicht das Leben. Der Uhrwerkkönig. Lose Pflastersteine können auf Gegner geworfen werden. Viole mit reinem Öl. Das heilt mich auch, okay. The Swiss Guard, killed by the automats that replaced them. Eine Diaphrie besteht, dass kein Befehl erteilt wurde, ihre Kompanie durch einen Trupp von Automaten zu ersetzen. Daher weise ich sie an, bis auf Weiteres zu den Maschinen zu halten. Stress mich nicht, du Maschine. Gibt's doch nicht.
Also nicht ausweichen, lieber blocken. Modulschlüssel. Du hast so eben einen Modulschlüssel erhalten. Aegis verfügt über mehrere Modulplätze, in denen sie Module ausrüsten kann, um ihre Werte zu erhöhen oder die Funktion bestimmter Mechaniken zu verändern. Die Plätze haben Qualitätsstufen und ermöglichen die Aufnahme zunehmender mächtigerer Module. Um einen Modulplatz mit einem Modulschlüssel freizuschalten, den du soeben erhalten hast, begib dich bei einer Vestalin ins Verbesserungsmenü. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich blocken kann, hat das den Kampf erheblich vereinfacht. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Waffen gewesen wäre. Moment. Ich gerade noch gesagt, ich könnte hier was aktivieren, jetzt, was vorher gesperrt war. Schildmuskete. Wenn der ausklappbare Schild der Waffe eingesetzt wird, ist der Anwender geschützt und erleidet nur die Wucht des gegnerischen Angriffs. Alchemistische Handbüchse und alchemistische Elementarzustände. Du hast eine Handbüchse erhalten. Ebenso wie die Gegner kann Aegis mit ihren Waffen Alchemie-Schaden zufügen. Feuer, Frost und Blitz. Jeder derartige Angriff verbraucht Alchemie-Kapseln. Alchemie-Schaden füllt eine Anzeige. Wenn diese voll ist, wird ein Elementarzustand ausgelöst, der anhält, bis die Anzeige sich geleert hat. Der Feuerzustand setzt auf das Ziel in Brand und richtet fortwährend Schaden an. Aegis kann das Feuer durch Ausweichen schneller löschen. Der Frostzustand friert ein, kann durch Angreifen schneller auftauen. Der Blitzzustand lässt das Ziel in einem bei jedem erlittenen Treffer weiteren Schaden durch Stromschläge erleiden. Aegis kann Stromschläge beenden mit Isolierungselixier. Das sind diese Kugeln, die da unten angezeigt werden. Also man generiert Kugeln. Wenn du mir jetzt ja Sprinten gezeigt hättest, hätte ich das Spiel schon ausgemacht.
So ganz süß, die Anpassungen. Na super. Gute Nacht, Sarulon, falls du jetzt schlafen gehst. Her, wir sind zu doof, um die Ecke zu schlagen. Warum hat Spider es geschafft, eine Kamera einzubauen, die man immer nachjustiert? Ist eigentlich sowas wie eine Karte? Ja. Ja, die bringt mir viel. Du hast eben einen Kompass erhalten. Du kannst den Kompass im Schnellzugriffsgürtel zuweisen, um ihn jederzeit nutzen zu können und dir den Weg zu deinem Ziel anzeigen zu lassen. Kompass ist ein Feature. The riverbank is just beyond this wood. Kompagnons, im Namen der Nation gebietet die Ehre, dass wir die Arbeit niederlegen. Der König droht, seinen ausländischen Regimenter in die Hauptstadt zu entsenden. Wollen wir den Bau einer albernen Laterne fortsetzen, während man unsere Brüder 4 Wegstunden von St. Cloud entfernt abschlachtet? Es ist Zeit, die Werkzeuge wegzuwerfen und zu den Waffen zu greifen. Nach Paris! Gleichheit oder Tod. Die Freiheit wird die Iren erkennen. Steinmetz und Patriot. Das bedeutet, hier kriege ich das Werkzeug, um die Steinwand einzuschlagen. Oder auch nicht. Komme ich später hoch. Ich weiß, es gibt sowas in der Art wie ein Greifarm. Das habe ich zufällig gelesen. Ingraf, jedes genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetztes Parieren kehrt die Wirkung des feindlichen Angriffs um und fügt physischen Schaden zu. Also sowas wie perfektes Blocken. Es gibt hier eine Tür, aber du kannst ja nicht innen hoch. Und man muss später zurückkommen und mit dem Haken da hoch. Und ich glaube, ich habe eins von den
Aktivierungsdingern übersehen.